Mhm. Und wenn du das erzählen kannst, ich war dabei, als Nirvana Smells Like Teen Spirit aufgenommen haben. Das hat ja noch eine viel stärkere Dimension. Bei Konzerten haben sie mehrere gespielt. Mhm. Aber die Urversion von Smells Like Teen Spirit, die haben sie nur einmal aufgenommen. Mhm. Und wenn du da mit im Studio gewesen sein könntest, wenn du es sogar mitfinanziert hast, kannst du sagen, ich bin sozusagen der, der mitgeholfen hat, Nirvana überhaupt nicht mehr zu machen. In die Richtung geht ein bisschen das, was ich mir vorstelle. Aber vielleicht, und das ist der Gedanke dahinter, bezahlt man gar nicht für den Inhalt, man bezahlt gar nicht für die Version, man bezahlt für den Moment dabei zu sein. Und um den Prozess zu unterstützen. Genau, und den Prozess zu unterstützen und etwas mitzuerleben, was nicht kopierbar ist. Und das ist die große, große spannende Herausforderung, ob wir in der Lage sind, wegzukommen von dem Gedanken, wir bezahlen für den Inhalt, oder ob wir sagen, wir bezahlen für was anderes. Wir bezahlen für das Erleben, wir bezahlen für den besonderen Moment, wir bezahlen für das, was nicht mehr kopierbar ist. Weil das, was kopierbar ist, ist relativ schwer nur noch zu monetarisieren. Das hast du gerade selber gesagt. Es ist sozusagen durch geringe Kosten herstellbar, es ist zu null Kosten verbreitbar. Das heißt, es ist sozusagen ganz schwer nur noch zu monetarisieren, es fließt. Das ist meine These in dem Buch. Kunst und Kultur werden flüssig und wir müssen andere Bezahlmodelle, andere Aggregatzustände ermitteln, um da Geschäftsmodelle draus zu entwickeln. Ich habe Mashup geschrieben aus zwei Gründen, weil ich über die Digitalisierung schreiben wollte und über das Urheberrecht. Und es ist eigentlich nur als Urheberrechtsbuch rezipiert worden, weil wir in Deutschland eine extrem starke Urheberrechtsdebatte zurzeit haben. Ich glaube aber, dass die Frage der Digitalisierung dadurch in den Hintergrund getreten ist und ich würde die gerne in den Vordergrund holen. Mein Lob der Kopie bezieht sich auf was anderes. Da geht es mir ja nicht um sozusagen Original-Markenprodukte, sondern mir geht es eigentlich um die Frage, wie die digitale Kopie, wie immaterielle Güter durch das Ablösen vom Datenträger sich duplizieren lassen und wie wir dadurch eine historisch neue Situation haben. Was definitiv stimmt, ist, dass wenn 3D-Druck sich durchsetzt, und das gilt heute noch als Zukunftsmusik, aber es ist absehbar, dass das kommen wird, dann gilt das, was wir heute fürs Digitale beschreiben, für alles. Mhm. Weil dann ist sozusagen ein Brillengestell, ein Knochenimitat, was heute sehr, sehr teuer herzustellen ist, das kann jeder sozusagen wie heute mit einem Papierdrucker zu Hause herstellen. Aber es kann doch jetzt schon in China einen Auftrag geben. Theoretisch und schon. Und das ist das Businessmodell von ganz vielen Unternehmen, das dass sie das eben machen. Das ist bisher noch ein Businessmodell, das kann aber demokratisiert werden, glaube ich. Also indem es jeder einfach zu Hause machen kann. Ein bisschen recherchiert und über Leute gelesen, die heute 3D-Drucker herstellen und die vergleichen sich mit denjenigen, die in den 70er Jahren Papierdrucker für zu Hause hergestellt haben, die auch damals alle gesagt haben, das kann doch nicht stimmen, du kannst nicht zu Hause ausdrucken, dafür brauchen wir doch eine Druckerei. Mhm. Und heute hat ja jeder eigentlich quasi eine kleine Druckerei zu Hause. Und genauso wird jeder irgendwann eine Fabrikationsstelle zu Hause haben, wo er zumindest kleine Gegenstände herstellen kann. In zitierten Szene, dass ein Untergrundmarkt, der nachts in einer urbanen skandinavischen Großstadt stattfindet, sozusagen die coolsten, trendigsten Produktpiraterie, Schuhe, Hemden, was auch immer verkauft und quasi sozusagen nicht einfach nur die Kopie vom Nike Swoosh darstellt, sondern sozusagen das immer noch eins weiter dreht in eine Mashup-Kultur und wer da das coolste Produkt davon hat, sozusagen den größten Distinktionsgewinn. Und ich finde das insofern eine spannende Beschreibung, weil man daran ablesen kann, dass das, was wir für Original oder für Kopie, also für wertig oder für minderwertig halten, eigentlich sehr viel mit unserer Zuschreibung und sehr wenig mit dem Produkt selber zu tun hat. Also das ist wie immer eine Zukunftsspekulation, die kann man so oder so auslegen. Es spricht nur relativ viel dafür, dass es dahin kommen könnte. Die Tendenz, die wir beim Digitalen, bei den immateriellen Gütern sehen, diese Tendenz gilt natürlich womöglich auch für die anderen Güter dann. Und diesen Gedanken zu Ende zu verfolgen, finde ich einfach eine spannende Perspektive. Genau. Mir geht es um die Generation derjenigen, die jetzt 19 sind. Also da ist die Elterngeneration vielleicht eher sozusagen aufgewachsen mit einem sozusagen, ich sag mal mit einer Form, wie man mit Kultur Geld verdienen kann und die jetzt feststellen, meine Söhne, meine Töchter verändern gerade den Kulturbegriff und dadurch könnte ein Generationenkonflikt entstehen, wo auf der einen Seite sehr selbstverständlich mit der digitalen Kopie umgegangen wird und auf der anderen Seite die digitale Kopie abgelehnt wird. Das ist sozusagen ein Konflikt, den man sehen kann. Ich habe Mashup geschrieben aus zwei Gründen, weil ich über die Digitalisierung schreiben wollte und über das Urheberrecht. Und es ist eigentlich nur als Urheberrechtsbuch rezipiert worden, weil wir in Deutschland eine extrem starke Urheberrechtsdebatte zurzeit haben. Ich glaube aber, dass die Frage der Digitalisierung dadurch in den Hintergrund getreten ist und ich würde die gerne in den Vordergrund holen. Deswegen möchte ich ein Buch schreiben,
das ich auf den Kopf stellen will, wo ich den Prozess umdrehe, wo ich nicht den Leser erst einbinde, wenn das Buch fertig ist, sondern wo ich den Leser zum Bestandteil des Buches machen will, weil das die These des Buches ist. Das Buch soll eine neue Version ist verfügbar heißen und sich damit beschäftigen, wie der Blick auf Kultur sich verändern kann, wenn man nicht nur die Resultate von kreativem Schaffen anschaut, sondern wenn man das kreative Schaffen in den Blick nimmt. Die Metapher, die ich dafür verwenden möchte in dem Buch, ist, ein Fußballspiel liefert ein Resultat am Ende, es gibt ein Ergebnis. Das Spannende ist aber das Spiel selber, also der Prozess. Und ich glaube, dass auch Kultur in seinem Entstehungsprozess dokumentierbar sein kann, weltweit verbreitetbar sein kann und dass dadurch ein nicht kopierbarer Moment entsteht. Ich bin dabei in der Situation, als die Band XY das erste Mal die Akkorde für diesen Song gespielt hat. In der ersten Version des Songs. Weil ich glaube, dass Kunst und Kultur durch die Digitalisierung wie Software in Versionen ausgeliefert werden kann. Und dass wir das zu Ende denken. Da will ich einen Gedankenanschluss zu liefern und den will ich selber so umsetzen, indem ich das Buch selber prozessual anlege und nicht bei einem großen Verlag veröffentliche, sondern auf einer Crowdfunding-Plattform mit den Lesern gemeinsam versuche zu finanzieren. Es sagen immer alle, Crowdfunding funktioniert doch nur für Leute, die schon groß sind. Aber eigentlich ist das Spannende, sich früh einem Act, einer Band, einem Künstler anzuschließen, wenn man dann das genau erzählen kann. Ich war dabei, als Nirvana sein einziges Konzert in München, gibt es auch diese Geschichte, da gibt es so diesen einen Club, den vor 10 Leuten gespielt haben. Das war noch toll. Und wenn du das erzählen kannst, ich war dabei, als Nirvana Smells Like Teen Spirit aufgenommen haben. Das hat ja noch eine viel stärkere Dimension. Bei Konzerten haben sie mehrere gespielt. Aber die Urversion von Smells Like Teen Spirit, die haben sie nur einmal aufgenommen. Und wenn du da mit im Studio gewesen sein könntest, wenn du es sogar mitfinanziert hast, kannst du sagen, ich bin sozusagen der, der mitgeholfen hat, Nirvana überhaupt nicht mehr zu machen. In die Richtung geht ein bisschen das, was ich meine.